Pascal wird ihn uns zelebrieren. Dieser junge Mann, dem es vergönnt war, im vergangenen Jahr diesen jetzt vierjährigen Prämienhengst aus Hannover auf dem Bundeschampionat in Szene zu setzen. Dreijährig war er damals und erhielt Noten ungeahnter Höhe und Qualität. Mit allen drei Grundgangarten. Die Fremdreiter belohnten seinen Auftritt gar mit der Topnote 2x10,0. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist er, zu unser aller Freude, der Sohn des Desperados Londonderry Falkland, der Bundeschampion 2016 Destacado unter Pascal Canciora. Ja, genauso still wie es jetzt ist, geht es meiner Frau und mir jeden Morgen, wenn wir das Pferd bei der Arbeit sehen mit Matthias. Dieses Pferd nimmt einen ein und lässt einen komplett still und einfach begeistern. Und man taucht ein in das Pferd, in seine Bewegung, in seine Art und Weise, wie er arbeitet und mitmacht. Das ist für uns jeden Tag ein einmaliges Erlebnis und Freude. Sehr schön, Pascal. Und man muss dazu sagen, Pascal hier eine unheimlich tolle Arbeit gemacht und Ausbildung gemacht. Ich weiß noch, als Matthias gesagt hat, Mensch, den müssen wir eigentlich zu Pascal geben. Und ich das mal irgendjemanden erzählt habe, da hat er gesagt, wieso, der stellt doch nur junge Hengste vor. Ich glaube, Pascal, das ist vorbei. Spätestens seit letztem Jahr Bundeschampionat wissen die Leute, wie fantastisch du ein junges Pferd vorstellen kannst. Eine Sache sollten wir uns vielleicht noch vor Augen führen, denn neben seinem Bundeschampionatstitel im letzten Jahr war er vor allen Dingen auch bester dreijähriger Hengst bei seiner Sportprüfung in Münster. Und liebe Fachleute und Hengsthalter, das wissen wir alle, bei einer Hengstvorstellung, wenn ich einen tollen Hengst habe und einen begnadeten Reiter, dann kann ich ja so ein bisschen zaubern. Aber bei der Sportprüfung, da kann ich das eben nicht. Und da trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Denn da sehen wir denn, was sie wirklich an Qualitäten haben. Er wurde dort benotet in der Rittigkeit mit 9,5 und erhielt die beste Note dort aller Zeiten bisher von 9,14. Ja, sehr, sehr schön, Pascal. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was gestern Abend mir Pascal so im schönen abendlichen Gespräch hier auf dem Sofa erzählte. Das ist so die Sorte Pferd mit diesem natürlichen Maß an Intellekt, dass sie eben mitbringen und haben müssen oder eben nicht. Dieser hat es. Und das sieht man und macht die tägliche Arbeit zu einer wirklichen Freude. Das ist mitunter eine kleine Herausforderung, haben wir gesehen. Aber schauen Sie, mit welcher Art und Weise er das belohnt. Wie er zurückkommt, wie er sich setzt. Schauen Sie, Pascal kann die Zügel dahin geben und der Takt, der Raumgriff bleibt erhalten. Das wird ein Qualitätshengst besonderer Güte. Ja, den man die Rittigkeit ansieht und die er uns jeden Tag in der Arbeit auch immer wieder bestätigt.
auch dies bei der ganzen Aufregung, aber doch diese innere Gelassenheit zu haben, so im Schritt sich zu präsentieren, bei dem Nerv, den er hat, das ist einfach für uns einmalig und zeigt uns, dass wir mit ihm ein Pferd haben, mit dem wir mit Sicherheit ganz bestimmt auf dem richtigen Weg auch für den größeren Sport sind. So, Pascal, dann lass ihn noch mal brillieren für uns, dein Lapp- und Magenhengst. Wir freuen uns auf eure sportlichen Auftritte in dieser Saison. Desperados lässt grüßen mit dem Weltblut des Londonderry Falkland dahinter. Pascal und Destacado.